Hallo, arianaakademie.com, Wertebereich und Definitionsbereich bestimmen. F von x gleich Betrag von x. Also haben wir bei dieser Funktion, in der Funktionsgleichung Wurzel? Nein, keine Wurzel. Haben wir Logarithmus? Nein, kein Logarithmus. Haben wir einen Bruchstrich? Nein, kein Bruchstrich, deswegen Definitionsbereich gleich alle reelle Zahlen. Das heißt, alle Zahlen können wir hier für x einsetzen. Minus oder Plus. Aber das Ergebnis y ist immer Plus. Das heißt, Betrag von minus 2 ist gleich 2. Der Betrag von 2 ist auch gleich 2. Der Betrag von minus 1000 gleich plus 1000. Das heißt, wir haben immer eine positive Zahl als Ergebnis. Also, Wertebereich von f von 0 bis plus unendlich. Immer positiv. Sieht man auch hier. So, Wertebereich von hier bis plus unendlich. Aber diese Funktion f von x gleich, wir müssen immer aufpassen. Und zwar, wenn x positiv ist oder wenn x negativ ist. Wenn x positiv ist, dann haben wir f von x gleich x. Wenn x negativ ist, dann haben wir f von x gleich minus x. Warum? Sagen wir mal f von 2. So, wenn x positiv ist, f von x gleich x. Das heißt, f von 2 gleich 2. Aber wenn f x negativ ist, f von zum Beispiel minus 2, dann müssen wir minus minus 2 schreiben. Minus x, minus minus 2. Damit wir plus 2 haben. Hast du verstanden, wie es funktioniert? Wenn wir negative Zahlen haben für x, ist f von x gleich minus x. Damit wann minus x, x selber minus, hat auch ein Minus. Insgesamt haben wir eine positive Zahl hier raus. F von minus 3 ist gleich minus minus 3. So. Wir setzen nicht hier ein. Wenn wir hier einsetzen, f von minus 3 ist gleich minus 3. Und minus 3 ist negativ. Wir brauchen nur positive Zahlen. Sieht man hier auch. Das ist y gleich x. Nur bei positive x-Werte. Y gleich x hier. Und bei negativen Werten hier, das ist y gleich minus x. So, geht hier weiter. Diesen Teil brauchen wir nicht bis hier. Für negative Zahlen geht diese Funktion. Für positive Zahlen geht diese Funktion. Die Funktion e hoch minus Betrag von x. Hier haben wir auch so eine Funktion, f von x gleich, für x größer als 0 oder größer gleich, haben wir e hoch minus x. Für x kleiner als 0 haben wir e hoch minus, x wird zu minus x, minus minus x, also insgesamt e hoch plus x. Für negative, für x größer 0 hier, haben wir e hoch minus x. Y ist gleich e hoch minus x. E hoch minus x geht hier, ergänzt sich hier so weiter so. Aber für x nur größer als 0, das heißt bis hier. Den Bereich, nur den Teil brauchen wir. Und für x kleiner als 0, y ist gleich e hoch x. Das heißt, hier geht hier weiter so. Aber nur für x kleiner als 0, das heißt nur bis hier. Und hier ist der Schnittpunkt mit der y-Achse. Für x setzen wir 0 ein, dann haben wir e hoch 0 gleich 1. Hier ist 1. Wie du siehst, kann man den Definitionsbereich ganz einfach bestimmen. Gleich r. Alle reelle Zahlen. Jede Zahl kann ich für x einsetzen, negativ oder positiv. Wertebereich gleich 0. Hier, von hier bis hier. 0 gehört nicht dazu. 0, die Zahl 0 wird nie erreicht. 0 bis 1. 1 gehört dazu. E hoch 0 ist gleich 1. So. Noch ein Beispiel hier. F von x gleich 2 mal Betrag von x plus 1 geteilt durch 3 minus x. So, erstmal Definitionsbereich bestimmen. Haben wir Wurzelfunktion? Keine. Haben wir Logarithmus oder ln? Nein. Haben wir Bruchstrich? Ja. Also Nenner gleich 0 setzen. 3 minus Betrag von x gleich 0. Machen wir plus Betrag von x. Also Betrag von x ist gleich 3.
Betrag von x gleich 3, das heißt x kann gleich 3 sein oder x kann gleich minus 3 sein. Also Betrag von minus 3 ist gleich 3, Betrag von 3 ist auch gleich 3. Also dann Definitionsbereich von f, alle reelle Zahlen außer oder so minus 3 und minus 3. Wie du siehst, das ist der Graph dieser Funktion bei minus 3 und plus 3 haben wir Lücken. Der Graph verläuft nicht kontinuierlich. Hier haben wir so eine Lücke. So, das ist Definitionsbereich, Wertebereich. Wertebereich, wie du siehst, ist von minus unendlich bis hier, vielleicht bis 4, bis minus 4. Und dann wieder ab hier, vielleicht ein halb bis plus unendlich. Also dann minus unendlich bis minus 4 plus ein halb bis plus unendlich. So ungefähr müssen wir versuchen, ob wir den Bereich rechnerisch bekommen. Das ist ja anhand der Graphen. Nee, hier ist minus 4, hier geht auch. Vielleicht hier Wertebereich ist wahrscheinlich hier ab von minus unendlich bis hier minus 3 und dann plus von 1,5 bis plus unendlich. Dazwischen gibt es ja keinen Graphen, kein y-Werte. So, das f von x gleich y gleich, machen wir mal 3 minus Betrag von x. Dann haben wir y mal dann haben wir ausmultiplizieren plus y mal Betrag von x. Betrag von x ausklammern. Minus 1 machen. Durch 2 plus y teilen. Also Betrag von x ist immer positiv. Wir setzen erstmal 3y minus 1 gleich 0, also y ist gleich 1 Drittel und 2 plus y gleich 0, y ist gleich minus 2. 1 Drittel und minus 2 brauchen wir, eine Tabelle bilden. Dann haben wir hier 3y minus 1 geteilt durch 2 plus y, einmal minus 2 und einmal 1 Drittel. So. Bei minus 2 ist der Nenner gleich 0, das heißt hier haben wir unendlich, undefiniert. Bei 1 Drittel haben wir 3 mal 1 Drittel minus 1 geteilt durch 2 plus 1 Drittel, also gleich 0. Hier haben wir 0. Kleiner als minus 2, das heißt zum Beispiel minus 3. Wenn ich hier minus 3 einsetze hier für y, bekomme ich eine negative Zahl oder eine positive Zahl raus? Einsetzen, du kriegst eine positive Zahl raus. Wenn ich eine Zahl größer als ein Drittel, zum Beispiel 1 hier einsetze, bekomme ich eine negative Zahl oder eine positive Zahl raus. Einsetzen, du siehst, dass du eine positive Zahl rausbekommst. Und dazwischen, minus 1 bis ein Drittel. Wenn ich zum Beispiel minus 1 einsetze, bekomme ich eine negative Zahl raus. Das heißt, dazwischen ist negativ. Betrag von x ist aber positiv. Das heißt, hier müssen, das heißt 3y minus 1 geteilt durch 2 plus y muss immer positiv sein. Positiv ist es von plus minus unendlich bis zu minus 2. Minus 2 gehört nicht dazu, weil dann der Nenner gleich 0 ist. Vereinigt mit oder plus 1 Drittel. 1 Drittel ist okay. Wenn wir einsetzen, kriegen wir 0. Betrag von 0 ist okay. Bis plus unendlich. So. Das ist dann unser Definitionsbereich von der Umkehrfunktion dieser Funktion. Definitionsbereich von dieser Funktion ist gleich Wertemenge dieser Funktion. Wie du siehst, ist es nicht so schwierig. Du musst nur gucken hier, dass wir ein Positives, insgesamt positiv ist.
einmal Nenner gleich 0 setzen und einmal Zähler gleich 0 setzen, die Nullstellen hier schreiben und gucken, ob du dazwischen Plus oder Minus hast. Und hier ist ganz wichtig, dass ein Drittel dazugehört. Warum? Weil wenn wir ein Drittel einsetzen, dann haben wir 0. Und Betrag von x darf aber 0 sein, und aber keine negative Zahl. Falls du Fragen hast, einfach kommentieren. Alles Gute, tschüss.